Bär sein wie der Bayer. Du wärst so eine Schildkröte. Sportlappe! Yo, was geht ab, meine Freunde? Patrick hier am Start zusammen mit Meti. Yo, was geht ab? Und heute, da sind wir wieder beim nächsten Spiel von uns. Wir haben heute wieder ein Heimspiel gegen SG Neuwied, Meti. Genau, und zwar ist das eine Spielgemeinschaft, die jetzt neu sich gefunden hat. Und ja, da sind wir gespannt, wie die Jungs drauf sind. Und wir müssen aber langsam mal wieder punkten, Freunde. Also, wenn nicht heute, wann dann? Also, ist auch entscheidet jetzt, ob wir unten reinrutschen, ob wir uns fürs Mittelfeld fangen können, Freunde, genau. In der Tabelle. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir hoffen, das Video wird euch gefallen. Letztes Mal habt ihr wieder voll eskaliert. Es wäre geil, wenn ihr wieder 10.000 Likes schafft, meine Freunde. Und ja, ihr seht's. Bewölkt, gleich wird es vielleicht noch regnen. Könnte noch regnen, ja. Könnte das erste Spiel mit richtigen Regen geben. Und ja, wir hoffen, das Video gefällt euch. Gleich geht's ab. Viel Spaß dabei. Ciao. Ja, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon beim Einlaufen. Und hier könnt ihr die Tabelle sehen. Es ist das Spiel des Tabellenneunten Ellingen gegen den Tabellenzwölften, die SG Neuwied. Ein ziemlich richtungsweisendes Spiel und diese Elf hier sollen es heute richten. Im Tor der Meti, in der Innenverteidigung Patt, unser Kapitän, und der Straps. Links der Lars, rechts der André, in der Mitte im Mittelfeld der Max, Marcello, Dennis, rechts außen der Phil, links außen der Jones und vorne drin meine Wenigkeit. Auf der Bank Stefan, Jules, Dodo, Niklas, Ette, Memo, Sascha und gecoacht von unserem Coach, dem Björn. Ja, also ein ziemlich wichtiges Spiel, meine Freunde, ihr könnt es sehen. Es waren noch einige Zuschauer an den Platz heute gekommen. Das Wetter sollte gut bleiben und ja, dann ging es auch schon los. Ich stoße den Ball hier an und wir fangen an mit dem Spiel. Es sollte ein eher mittelklassiges Spiel werden und wir springen direkt in die 8. Spielminute. Freischuss Neuwied, aber Marcello, unser alter Hase, kann den Ball hier klären. Ja, 16. Minute, fast eine Kopie, wieder kommt ein Freischuss rein und den hat der Meti sicher. Springen wir in die 22. Spielminute, ich hier am Ball und jetzt schaut mal, eigentlich hätten wir einen Freischuss bekommen, Freunde, denn hier nimmt der Torwart den Rückpass in die Hand. Ja, ein bisschen Spaß muss natürlich auch sein. Ja, leider nichts draus geworden. 36. Minute, hier haben wir den Ball außen mit dem Jones, der spielt den Ball in die Mitte zu Marcello. Marcello spielt ihn weiter zu Max und was macht der Max? Er fasst sich ein Herz, schießt und ja, links daneben, Freunde, da war vielleicht mehr drin. Dann kommen wir zur ersten richtigen Chance von Neuwied. Und was ist das bitte für ein Traum passiert? Der Spieler steht alleine vor Meti, schießt und... Puh, erstmal durchatmen war angesagt. Das war richtig knapp. Die 44. Minute. Es gibt einen Einwurf. Eigentlich ziemlich harmlos, aber bei uns stimmt einfach die Zuordnung hinten nicht. Und jetzt schaut mal rein. Der Max gibt da gerade so ein bisschen den Rechtsverteidiger. Läuft jetzt mit. Die Flanke kommt trotzdem rein. Da steht einer komplett blank. Und jetzt dreht er sich. Und was macht er für ein Tor, Freunde? Richtig krass gemacht. Muss man an dieser Stelle auf jeden Fall mal Props dem Neuwieder Spieler geben hier. Der Lars kann nichts mehr machen, Meti auch nicht und Neuwied führt 1:0. Das war auch schon alles zur ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kamen wir besser aus der Kabine. Hier ein Freistoß, kommt rein, wird geklärt, aber im Nachschuss, ja, auch wieder geklärt. Ziemlich schade, aber dann gibt es einen Einwurf. Dieser wird geworfen, Freunde. Und jetzt schaut mal in die Mitte. Der Ball kommt irgendwie zu mir. Ich will schießen, er wird geblockt. Aber dann fällt er nochmal vor unsere Füße. Er schießt und der geht auch daneben. Ja, wir haben leider heute kein Zielwasser getrunken. Und das hier ist die nächste Aktion. 59. Minute, schönes Zusammenspiel hier zwischen Lars und Jones. Jones ist durch, bringt jetzt die Flanke, da stehe ich eigentlich auch schon ganz gut, aber der Abwehrspieler kriegt den Ball. Jetzt kommt der Marcello und das Ding geht leider daneben. Wir waren aber am Drücker. Ja, denkste Freunde, schaut euch das an hier. Er steht auf einmal vor Meti und macht ihn wunderbar rein, Freunde. Das 2:0 für Neuwied. Das kann man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken. Auch ein ziemlich schönes Tor, Meti ohne Chance hier. Was soll man da noch machen? Sehr, sehr schade. Memo ist inzwischen reingekommen, 67. Minute und tritt diesen Freischuss hier selber. Und was macht er? Er schießt den. Puh, leider auch daneben. Es steht immer noch 2:0. Dann die 72. Minute und jetzt schaut euch das an. Der macht den Seitfallzieher, aber drüber. Also, ja, was auch immer da los war. Das war schade für Neuwied, dass der nicht reingegangen ist, weil der war eigentlich ziemlich nice. Jetzt André in der 78. Minute hier schießt, aber der Torwart hat den Ball sicher.
In der 84. Minute, diese Aktion hier, gab einen Freistoß. Manche hatten auf Elfmeter reklamiert, aber es war wohl deutlich außerhalb. Aus diesem Freistoß können wir leider nichts machen. Mal wieder. Dann die 86. Minute. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr unter dem Video kommentiert. Würdet ihr hier eine rote Karte geben? Ja oder nein? Könnt ihr gerne mal kommentieren, der Neuwieder-Spieler hatte auf jeden Fall Schmerzen. Der Lars hat den hier echt krass umgeräumt, muss ich sagen. Der Schiri kommt, gibt nur gelb. Okay, ich persönlich finde, da hätte man auch rot geben können. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr denkt. Auf jeden Fall gute Besserung an den Neuwieder-Spieler. Der anschließende Freischuss, Meti will ihn über die Latte lenken. Wir können den Ball nicht klären, er dreht sich und schießt den Ball zum 3:0 ins Tor. Ja, das fasst unsere heutige Leistung ziemlich treffend zusammen. Ja, guckt euch das an, ohne Worte. Puh, das tut richtig weh. Wir liegen 3:0 hinten, Freunde, ihr könnt euch ja ausmalen, was das heißt. Die Köpfe sind unten, 92. Minute, der Schiri wird jetzt abpfeifen. Ziemlich, ziemlich schade, meine lieben Freunde. Und jetzt haben wir den Salat. Nach einer guten Vorbereitung stecken wir jetzt unten drin. Das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Ihr könnt es sehen, Güllesheim steht oben, dahinter Vettel Schoss. Das sind unsere nächsten beiden Gegner. Ihr könnt es hier sehen, wir spielen nächste Woche in Güllesheim. Oh Mann, oh Mann. Ja, danke trotzdem an Marco, der vorbeigekommen ist und unser Spiel geschaut hat. Vielen Dank an dich für den Support und weiter geht's mit dem Outro. Ja, Freunde, leider war das mal gar nichts. Das war gar nichts. Das ging gewaltig nach hinten los. Das war schlechter als schlecht. Ja, das trifft es. Und also ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, ihr habt das ja gesehen. Das ist so ähnlich so, wie wenn man, keine Ahnung, aus dem DFB-Pokal so quasi rausfliegt. Wir waren zwar nicht Favorit, aber wir haben einfach nicht gespielt. So wie wenn Bayern verliert gegen keine Ahnung wen. Also zumindest, man kann ja verlieren, aber nicht so in der Art und Weise. Also das weiß auch jeder, glaube ich. Daran müssen wir arbeiten. Deswegen gilt es abhaken. Jetzt sind wir unten drin. Das heißt, ihr habt einen Abstiegskampf, den ihr verfolgen könnt. Wir müssten ihn betreiben. Mittelfeld wäre ja langweilig, muss Abstiegskampf. Genau. Also Niemandsland macht ja keinen Bock. Deswegen müssen wir direkt Abstiegskampf. Also Freunde, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Danke an Marco, der da war. Aus dem Saarland gekommen ist. Ja, Freunde. Ohne Witz. 3 Stunden Autofahrt, Freunde. Auch nochmal danke an die Eltern, dass die das mitmachen. Aber passt ein bisschen mit dem Feiertag, weil morgen ist Feiertag. Danke, Freunde, für euren Support. Lasst auf jeden Fall trotzdem einen Mitleidsdaumen hoch da, Freunde. Ohne Witz. Vielleicht haben wir noch ein paar Coaches da draußen, die uns irgendwie noch selber so. Also beim dritten Tor sah scheiße aus, aber... Egal, passiert, Freunde. Hat es auch nicht mehr ausgemacht, jetzt 2 oder 3:0. Freunde, wir sind raus. Danke fürs Zuschauen. Ciao.